Tag gedreht haben, dann haben sie alles vernichtet, weil dann ist aus dem Motor ein Generator geworden und umgekehrt. Also müssen Sie das alles wieder zurückdrehen. Das alles funktioniert nicht. Sie können hier nicht mit Drehstrom rübergehen. Das ist ausgeschlossen, hier sowieso auch nicht. Ja, die Alternative wäre jetzt die Hochspannungsgleichstromübertragung, die man diskutiert. Diese ist ja schon sehr frühzeitig gemacht worden, nämlich zwischen Skandinavien, damals war ja noch dieser Vorhang da, dieser rostige, da zwischen Ost und West, die wissen schon. Und da hat man dann eben von Skandinavien nach Europa Hochspannungsgleichstromübertragung gemacht. Das heißt, es gibt eine Entkopplung der Netze, ist als Seekabel verlegbar, keine Phasenverschiebung durch Leitungskapazitäten, keine Stromverdrängung, keine Corona-Entladungen. Das sind alles Vorteile des Gleichstroms. Das heißt, jetzt muss man allerdings erst transformieren, hochtransformieren, dann muss man gleichrichten, denn wenn es mal Gleichstrom ist, kann ich nicht mehr transformieren. Dann muss ich das transportieren und anschließend wieder heruntertransformieren, wenn ich wechselgerichtet habe. Und das macht zusätzliche Verluste. Das habe ich hier, Verluste in Gleichrichter und Wechselrichter. Und ich habe natürlich auch Kupferverluste nach wie vor. Also als Hochspannungs- oder als Umweltheizung ist das weiterhin aktiv. Stand der Technik sind Koaxialkabel. Das heißt, der Außenleiter ist geerdet, sodass also da kein Streufeld jetzt im Meer vorhanden ist, was ja möglicherweise dann auch für die Fische und so nicht so gut wäre, wenn sie dann gleich so Kiel oben und so fertig gekühlt werden. Also insofern müssen wir da auch an die Umwelt denken, also auch an unsere Mitbewohner, die Tiere. Ja, das funktioniert aber mit den Koaxialkabeln recht gut. Wir sehen hier die alten rot gezeichneten Übertragungen mit Skandinavien, die sind schon sehr lange in Betrieb. Auch hier gibt es noch welche nach England und Portugal, Brasilien und so weiter. Das ist auch logisch, dass wir die brauchen. Wir haben einige, die im Bau sind. Das sind vor allen Dingen natürlich dann die jetzt ganz neu in die Nordsee. Denn wenn wir die Windparks in der Nordsee damit anschließen wollen an unser Netz, dann brauchen wir da auch entsprechende Übertragungen über Seekabel. Das geht auch nicht über die Drehstromtechnik. Und insofern hat man da einiges im Bau und die blauen hier nach Island, um da die ganze Erdwärme zu haben, diese blauen Leitungen, die sind alle in Planung. Das ist das Desertec-Projekt. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass diese Übertragung hier vorne nichts bringt, weil nämlich die Kabelverteilung in Europa sich nicht umbauen lässt auf die Schnelle und es auch wahnsinnig Kosten macht, dann muss ich von Marokko mit einem Seekabel außen herumfahren, hier durch den Ärmelkanal, ich muss hier durch, bis nach Holland auch, ich muss dann den Rhein rauf, bis nach Biblis, damit ich Biblis abschalten kann. Und dort muss ich das Seekabel aus dem Wasser wieder rausziehen, dort muss dann der Wechselrichter hin. Das wäre eine Lösung. Dann habe ich aber eine Länge im Schnitt von 5000 Kilometer, das ähnlich sieht es aus, wenn ich bis nach die Vereinigten Arabischen Emirate runterfahre. Und wenn ich das mal ausrechne, 5000 Kilometer Seekabel als einen Vergleich der Verluste, dann hätten wir bei Drehstrom, das sind jetzt die modernsten Anlagen, also die aktuellen Daten, die ich hier verwende, nämlich bei Thermaltran 80 kV, hätten wir 75% Verluste. Also wir würden praktisch nur die Umwelt heizen, ganz abgesehen davon, von diesen Kästen, die man braucht, um die Phase wieder zurückzudrehen, die natürlich auch jede Menge Geld kosten. Also das ist illusorisch. Bei der Hochspannungsgleichstromübertragung, auf die stützen sich heute alle, hat man bei 2x800 kV, das ist also schon nur noch mit Trick 17 möglich überhaupt, aber das ist die modernste Technik, die wir haben. Die Kabel kommen von der ABB, das ist alles wunderbar entwickelt, funktioniert auch. Dort haben wir also das reduzieren können auf 4% pro 1000 Kilometer, also 20% Verluste plus vielleicht noch ein knappes Prozent für die Wechselrichter und Gleichrichterverluste. Wenn wir die Eintragübertragung mit, sagen wir mal, 600 kV machen würden, dann kommen wir ungefähr auf 3% Verluste. Das wäre also praktisch die Eintragtechnik nach Nikola Tesla. Deshalb propagiere ich diese Technik und ich habe sie ja auch schon gezeigt im Experiment, dass es prinzipiell funktioniert, dass es man auch upscalen kann, was die Leistung angeht. Wer es nicht glaubt, kann sich ja mit diesem Experimentierkoffer beschäftigen oder mit einem Power-Kit, haben wir das genannt, dass man also da auch etwas mehr Leistung übertragen kann
Das geht auch, das können wir schon noch weiter upscalen, aber Sie wissen, das kostet Geld. Da muss man eben auch etwas sehen, sonst erntet man nichts. Also, der Energietransport über die Eintragstechnik nach Nikola Tesla ermöglicht hier überhaupt Energiequellen zu nutzen, die eben für uns heute noch zu weit weg sind oder wo der Transport zu teuer ist. Ich denke gerade an die Erdwärme in Island, die zwar in Planung ist, aber noch in dem Sinn nicht auch für die Isländer einverstanden, aber wir haben davon noch nichts. Wir könnten natürlich diese unglaublich effiziente Energie, umweltfreundliche Energie, und da ist ja die Wärme direkt unter der Oberfläche, die könnten wir sehr gut nutzen. Natürlich geht das nicht in Basel. Ja. Da gibt es Erdbeben, da hat man gesehen, aber die Isländer sind das ja gewohnt, sage ich jetzt mal so. Also die wohnen ja auf dem Vulkan, ne? Das ist klar. Geht ja der Mittelatlantische Rücken da mitten durch und klar, aber das kann man ja auch alles machen, Erdbeben sicher bauen und was weiß ich was, alles kein Problem. Die Wärme kommt sowieso raus, ob sie es wollen oder nicht, dann können sie es auch nutzen. Die Windkraft auf der Nordsee, das wird so heute schon gebaut. Dann Solarenergie aus Afrika, wie gesagt, habe ich schon drüber gesprochen. Ölschlamm. In Kanada gibt es 27 Milliarden Tonnen Öl im Sand. Das ist eine riesen Umweltkatastrophe. Eines der größten Ölvorkommen der Welt liegt da offen. Also Sie müssen nicht mal bohren, aber Sie können dieses Sand-Öl-Gemisch können Sie nicht nutzen. Man müsste es an Ort und Stelle verbrennen, ja, damit Energie gewinnen und das Verbrannte, der Sand bleibt da übrig, demnach anschließend wieder zu verteilen. Das würde die Umwelt säubern helfen und würde gleichzeitig uns als Energie zur Verfügung stehen. Heute ist das alles zu teuer, transportieren können Sie den Öldampf nicht, also hier sind riesige Reserven noch vorhanden. Das gleiche gilt auch für das Methangas aus Sibirien. Jetzt bauen Sie da eine Erdgasleitung durch die Ostsee. Das ist der absolute Wahnsinn. Stellen Sie sich mal vor, wir haben nur irgendein Erdbeben, ja? Dann haben wir die nächste Umweltkatastrophe vor der Haustür. Das können wir uns nicht leisten. Dieses Zeug hier als Gas oder als Öl durch die Gegend zu pumpen, ja, das ist ein Konzept, das ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Aber das Ganze in großen Supertankern durch die Gegend zu fahren, ist genauso wahnsinnig. Ja? Denn da haben wir genau die gleichen Probleme. Also mit einer 600 kV Kordialkabel durchs Meer, hier bei vielleicht 500 kHz oder sowas, das wäre schon eine brauchbare Lösung. Wir haben einige Technologien, von denen wir uns dringend verabschieden sollten. Die möchte ich auch mal kurz auflisten. Klar, überholt ist auf jeden Fall die Kernenergie. Diese Kernenergie verbraucht Neutrino-Power. Das ist mein Thema, da habe ich schon mehrfach drüber vorgetragen. Das verdanken wir letztendlich dem Pauli, der ja gesagt hat, dass der radioaktive Zerfall immer mit Neutrinos Beteiligung stattfindet. Und Nikola Tesla ist noch einen Schritt weiter gegangen und hat gesagt, und könnten wir die Neutrino-Strahlung abschirmen, dann gäbe es keine Radioaktivität auf der Erde. Also der sieht sogar die Ursache der Radioaktivität in der Neutrino-Strahlung. Und wenn dem so ist, dann ist klar, dass diese Kernkraftwerke, dass die Brennstäbe, auch dann, wenn sie noch ausgebrannt sind und irgendwo entgelagert oder zwischengelagert werden, immer noch diese Energieform nutzen. Und wenn die Biologie das auch tut, ich habe jetzt gerade ein neues Buch geschrieben über die DNA, die offensichtlich ja hier auch über magnetische Skalarwellen kommuniziert. Wenn dem so ist, dann ist das Lebensenergie, dann haben wir hier eine richtige Konkurrenzsituation. Das sollten wir so schnell wie möglich beenden. Die Biomasse. Also Biosprit steht da an der Tankstelle. Das hat mit Bio überhaupt nichts zu tun. Das verseucht die Böden, verteuert die Lebensmittel, verbrennt lebende Zellen. Ich will hier überhaupt nicht auf diese öffentliche Diskussion noch eingehen. Sie können, heute redet ja jeder mit und jeder hat seine Meinung. Ist auch gut, endlich mal passiert was. Ja? Es war lange Zeit so, dass sich kein Mensch Gedanken drum gemacht hat, weil da kam ja der Saft aus der Steckdose. Wir hatten noch so einen grünen Politiker, der hat das mal so argumentiert. Dann sollen wir uns darum kümmern, es kommt ja aus der Steckdose. Und sehen Sie, und das
hat sich jetzt doch etwas geändert. Ich glaube, jetzt macht man sich Gedanken drum, wie kommt es eigentlich in die Steckdose. Und mit Biomasse ist das nicht zu machen. Das ist der absolute Wahnsinn. Das müssen wir sofort aufhören, und zwar so schnell wie möglich. Und dass wir es können, erkläre ich gleich. Subventionierte Energie. Habe ich vorhin schon einen Beitrag geleistet beim Klaus Hauber, wo ich den Blödsinn, den Wahnsinn der Subvention deutlich gemacht habe. Und die Kommunen gehen da eben auch in großem Beispiel voran mit Subventionsbetrug. Aber das führt eben dazu, dass die Kraftwerke, die Wasserkraftwerke, die wir noch im Schwarzwald haben, dass die nur noch nach der Subvention gucken und nur wenn das Wasser da ist, lassen das Ding laufen, statt dass sie danach gehen, was gebraucht wird. Ja. Denn da könnten wir wieder Speicherkapazitäten einsparen. Nichts lässt sich eigentlich besser speichern als die Wasserkraft. Es ist ein idealer Speicher, das Wasser, und ein sauberer Speicher. Aber er wird nicht einmal genutzt, weil man sagt, das ist zu wenig und Subvention ist mehr.